Hallo und herzlich willkommen zum Oberbank Treasury Market Flash. In der letzten Woche sind die Hoffnungen auf schnelle und umfangreiche Zinssenkungen seitens der Fed wieder ein bisschen kleiner geworden. Denn nachdem am Anfang der Woche schon die US-Verbraucherpreise klar über dem Marktkonsens gelegen hatten, veröffentlichte am vergangenen Freitag das Bureau of Labor Statistics noch die Zahlen zur Entwicklung der US-Produzentenpreise. Und auch diese sind zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Und da es sich ja um Preise handelt, bevor die Erzeugnisse in den Handel kommen oder weiterverarbeitet werden, dienen die Produzentenpreise immer als früher Signalgeber für die zukünftige Entwicklung der Verbraucherpreise. Auch mit Blick auf die EZB hat sich die Zinssenkungsfantasie reduziert. Zwar gäbe es zumindest für den französischen Notenbankchef Villeroy gute Gründe, nicht allzu lange mit dem ersten Schritt zu warten. EZB-Chefin Lagarde betont jedoch abermals, dass man sich sicher sein müsse, dass der Disinflationspfad nachhaltig zum Inflationsziel führt und verwies wieder auf den datenbasierten Ansatz. Das deutet darauf hin, dass die EZB weitere Daten zur Inflation und Konjunktur abwarten will. Unter diesem Hintergrund wird es für die Finanzmärkte gegen Ende dieser Woche spannend, denn am Donnerstag gibt es die vorläufigen Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland, Frankreich und der EU, gefolgt vom Ifo-Geschäftsklima Deutschland am Freitag. Damit wünsche ich Ihnen noch einen guten Start in diese Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr Pascal Günzkofer.